Was erwartet Anleger an den Aktienmärkten in 2024? Wann werden die Zinsen senken? Wird Donald Trump als US-Präsident wiedergewählt? Und wie wird sich die Weltwirtschaft entwickeln? Genügend Fragen also für die Chefvolkswirtin der Helaba, Dr. Gertrud Traut. Schönen guten Tag, Frau Traut. Schönen guten Tag, Herr Kerscher. Frau Traut, lassen Sie uns doch mal mit den Zinsen beginnen, die uns im vergangenen Jahr so sehr beschäftigt haben. Sie werden sinken, darüber gibt es wohl gar keinen Zweifel. Aber wann ist die Frage, womit rechnen Sie? Ich gehe davon aus, dass sowohl die EZB als auch die Fed Mitte dieses Jahres, interessant, jetzt darf man schon Mitte dieses Jahres sagen, Mitte dieses Jahres die Zinsen senken werden. Und ich halte das auch für angemessen, denn die Inflationszahlen sind seit geraumer Zeit im Rückwärtsgang. Da werden auch, wenn diese Woche vielleicht in Deutschland mal aufgrund von Basiseffekten mal wieder eine höhere Zahl kommt, dann für Dezember 23. Vom Trend gehen die Inflationsraten in den nächsten Monaten weiter zurück. Und dann ist es für die Notenbanken ziemlich einfach, auch die Zinsen zu senken. Und sie sollten auch nicht über die Jahreshälfte hinaus warten, denn die Rahmenbedingungen konjunkturell sind noch schwierig und da muss die Notenbank nicht noch zusätzlich bremsen. Und wie denken Sie, wird das ablaufen? Denken Sie, da wird die amerikanische Notenbank vorlegen und die Europäische Zentralbank quasi der Fed folgen? Das war in der Vergangenheit immer so. Nur man fragt sich, muss das denn so sein? Kann denn die EZB nicht alleine so einen wichtigen Schritt tun? Und wenn man die Inflationsraten in der Eurozone sich anschaut, die sind ja schon niedriger als beispielsweise bei uns in Deutschland, weil es auch Länder in der Eurozone gibt, die aktuell sogar schon Deflation haben. Also die EZB könnte theoretisch auch vorpreschen, aber ich bezweifle, dass die EZB den Mut hat, aber gemessen an den Zahlen wäre das auch angemessen. Ja, nämlich angemessen, weil die Wirtschaft hier in Europa jedenfalls läuft hier nicht so, ja, man kann sagen, nicht so rund wie in den USA. Wäre das nicht ein Grund, obwohl ja die Europäische Zentralbank vor allen Dingen die Preisstabilität im Blick haben sollte und weniger die Konjunktur? Naja, es gibt ja monetäre Indikatoren auch für die Inflation. Die Geldmenge ist seit Monaten rückläufig, also von der monetären Seite ein guter Indikator, der im Anstieg 2020 fortfolgende vorlaufend gezeigt hat, dass die Inflation nach oben geht. Jetzt sehen wir bei der Geldmenge, dass die Inflationsraten weiter zurückgehen. Und wir werden in den nächsten Monaten auch unter die magische Grenze von 2% fallen. Also die EZB könnte vorpreschen, wenn sie denn den Mut hat. Wie gesagt, ich halte es auch für angemessen. Aber aus Gewohnheit wird man vermutlich der FED den Vortritt lassen. Lassen Sie uns doch, Frau Traut, mal auf die US-Wahlen schauen im November diesen Jahres. Als Donald Trump das erste Mal gewählt wurde, waren viele skeptisch, welche Folgen das für die Börsen haben könnte und sagten sozusagen zumindest ein gleichbleibendes Niveau voraus. Die Börsen sind daraufhin richtig gestiegen. Wie wird das denn Ihrer Ansicht nach jetzt sein? Also insbesondere auch im Vorwahlkampf. Wird Donald Trump gut für die Börsen sein oder eher schlecht? Also ich erinnere mich noch ganz genau, die Erwartung damals war, es wird alles furchtbar. Und die erste Reaktion, als er gewählt war, war auch in den USA sehr, sehr negativ. Auch bei uns, die Börse hat am nächsten Morgen ganz schwach eröffnet. Aber dann hat er ein Interview gegeben und hat gesagt, guck mal, ich bin gar nicht so schlimm, ich habe auch die Wirtschaft im Blick. Dann hat der DAX an dem ersten Nachwahltag sogar im Plus geschlossen. Jetzt muss man schauen, einerseits sind die Märkte höher bewertet und andererseits besteht jetzt die Angst in Europa, dass er sehr europafeindlich, gerade auch deutschlandfeindlich vorgehen will, so wie er das gegenüber China gemacht hat, mit mehr Protektionismus, mit mehr Zöllen. Das könnte er auch gegenüber Deutschland machen. Die deutschen Autos hat er ja noch nie so gemocht.
Und die große Euphorie wird meines Erachtens diesmal nicht aufkommen. Im Vorfeld ist immer noch die Frage, wird er am Ende tatsächlich antreten? Und dann auch die Frage, der Kampf der Senioren, wer wird dann gewinnen? Das ist für die Amerikaner keine leichte Wahl. Gibt es denn auch gute Nachrichten in 2024 in diesem Börsenjahr? Gibt es vielleicht Regionen oder Sektoren, von denen Sie sagen, wenn man die im Fokus hat, dann kann man zumindest, ich sag mal, in positiver Weise von der Börsenentwicklung partizipieren? Also wir sind trotz all dieser Unsicherheiten für das Jahr 2024, gerade für die europäischen Börsen, recht optimistisch. Wir glauben, dass die Entwicklung, die im Oktober angesetzt hat, antizipierend, dass im Laufe des Jahres 24 Zinssenkungen kommen, die wird sich noch weiter fortsetzen, vermutlich nicht mit der gleichen Geschwindigkeit. Aber wir sehen den DAX Ende 24 bei 17.500 Indexpunkten. Wir erwarten auch, dass die Konjunktur im Laufe des Jahres bei weiter rückläufigen Inflationsraten dann langsam Fahrt aufnimmt. Also Europa steht für uns positiv im Fokus, trotz dieser ganzen strukturellen Probleme. Gibt es da denn auch einzelne Sektoren, die Sie da besonders hervorheben können, wo Sie sagen, also dort wird sich Wirtschaftswachstum und eine positive Börsenentwicklung besonders bemerkbar machen? Wir werden es in den Sektoren sehen, die auch in den letzten 2 Monaten outperformed haben, nämlich die konjunktursensiblen, die vorher eher gelitten haben, die gerade immer im Abwärtstrend leiden. Und wenn die Konjunkturerholung, die ja jetzt auch antizipiert wird, dann sich langsam zeigt, werden wir das noch stärker bei den konjunkturreagiblen Sektoren sehen. Und wenn wir den Blick jetzt einmal weiten und uns die gesamte Weltwirtschaft angucken, für welche Region sind Sie denn besonders optimistisch? Also wir erwarten für die unterschiedlichen Regionen überall ein Plus. Also auch in den USA erwarten wir an den Börsen ein Plus, aber die USA halt deutlich höher bewertet, ist der Spielraum geringer. Die anderen Regionen, China war der Verlierer im Jahr 23, da sollte sich auch eine gewisse Erholung abzeichnen. Und auch die Schwellenländer werden im 24 wieder besser performen, denn die Zinssenkungen, insbesondere in den USA, sind günstig für die Schwellenländer. Der Dollar wird dann schwächer, noch etwas schwächer werden. Und davon profitieren auch diese Länder, weil dann die Belastung, auch die Zinsbelastung für sie nicht mehr so hoch sein wird. Ach Mensch, mit einem solchen Ausblick geht man doch glatt gut gelaunt ins nächste Börsenjahr. Vielen Dank, das war Gertrud Traut, die Chefvolkswirtin der Helaba, mit einem Ausblick auf 2024. Vielen Dank, Frau Traut. Gern geschehen.